In diesem Video werden Erklärungen menschlichen Erlebens und Verhaltens aus Sicht der sogenannten Psychoanalyse besprochen. Als Begründer der Psychoanalyse gilt der österreichische Denker Sigmund Freud. Der Begriff Psychoanalyse wird abgeleitet von den griechischen Begriffen Psyche für Seele, Atem und Analysis für Zerlegung. Das sogenannte Strukturmodell der Psyche soll das menschliche Erleben und Verhalten beschreiben und erklären. Eine andere Bezeichnung für das Strukturmodell der Psyche lautet Eisbergmodell. Eine Besonderheit des Eisbergs besteht darin, dass sich der größte Teil unter der Wasseroberfläche befindet. Dieser Bereich ist für die Beobachter nicht sichtbar. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass der größte Teil der Psyche unbewusst ist und damit für den Menschen nicht zugänglich ist, so wie auch der größte Teil des Eisbergs von oberhalb der Wasseroberfläche aus nicht beobachtbar ist. Die Psyche besteht aus den drei Teilen Bewusstsein, Vorbewusstsein und dem Unbewussten. Das Bewusste steht für unser gegenwärtiges bzw. momentanes Bewusstsein. Die Inhalte des Bewusstseins, wie zum Beispiel was wir gerade sehen und hören können, ist in diesem Moment abrufbar. Inhalte des Vorbewussten sind momentan nicht leicht abrufbar. Um dies dennoch zu ermöglichen, werden Methoden wie Traumdeutung, Hypnose und freie Assoziation benötigt. Bei der freien Assoziation nennt der Mensch in einer Therapie beispielsweise alle seine Vorstellungen und Einfälle zu bestimmten Dingen, Personen und Ereignissen. Diese werden dann als Assoziationen bezeichnet. Diese Assoziationen sind besonders wichtig, wenn da der Mensch dadurch keine Gedanken zurückhalten sollte. Die Inhalte des Unbewussten sind nicht direkt zugänglich. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass der Mensch sein eigenes Erleben und Verhalten nicht selber frei bestimmen kann. Der Mensch ist unter anderem vorherbestimmt durch einerseits unbefriedigte Triebe, wie zum Beispiel Aggression und Sexualität, und andererseits unbefriedigte Wünsche. Diese Vorherbestimmtheit des Menschen wird als Determinierung vom lateinischen Begriff determinare für bestimmen und begrenzen bezeichnet. Diese Determiniertheit ist typisch für den Menschen. Sie entspricht der Natur des Menschen. Der Mensch ist aus Sicht der Psychoanalyse ein Getriebener seiner eigenen Triebe. Verglichen mit anderen psychologischen Sichtweisen erscheint der Mensch in diesem Zusammenhang als eher passiv. Der Mensch wird stark durch Inhalte bzw. Vorgänge in seinem Unterbewusstsein beeinflusst, wie oben schon angesprochen im Eisbergmodell. Die Persönlichkeit des Menschen, seine personale Disposition, beschreibt die Psychoanalyse durch eine Dreiteilung in Es, Über-Ich und Ich. Das Zusammenwirken dieser drei Persönlichkeitsanteile ist weitgehend unbewusst. Das Es beinhaltet Triebe, die das menschliche Erleben und Verhalten unter anderem im Bereich der Aggression und Sexualität stark beeinflussen. Das Es funktioniert nach dem Lustprinzip. Dieser Teil der menschlichen Persönlichkeit ist auf einen möglichst hohen Lustgewinn ausgerichtet. Das Über-Ich steht für die Wert- und Moralvorstellungen des Menschen. Derartige Vorstellungen werden unter anderem wesentlich durch Erfahrungen in der Familie und Gesellschaft geprägt. Das Ich soll die Ansprüche der beiden anderen Persönlichkeitsanteile Es und Über-Ich in Übereinstimmung mit der Situation bringen, in der sich der Mensch befindet. Das Ich funktioniert nach dem sogenannten Realitätsprinzip. Das Ich trägt somit unter anderem bei, dass sich das Individuum besser in der Realität zurechtfindet und so beispielsweise in seine soziale Umgebung einfügen kann. Es wäre zum Beispiel nicht sinnvoll, ständig seinen Gesprächspartner zu unterbrechen, auch wenn es das Es dies einem nahelegen möchte. Manchmal wird die Dreiteilung der Persönlichkeit
anhand des früher bekannten Comics Tom und Jerry verglichen. Der Kater Tom neigt dazu, die Maus Jerry zu fangen. Im Cartoon kann es vorkommen, dass sich Tom überlegt, ob er jetzt den gefangenen Jerry fressen soll. Während dieser Überlegungen tauchen ein Engelchen, das wäre dann das Über-Ich, und ein Teufelchen wäre das Es auf. Und diskutieren miteinander, welche Handlung jetzt sinnvoll wäre. Tom, das Ich, muss entscheiden, ob er letztlich das macht, was das Engelchen, das Es und das Teufelchen, das wäre das Über-Ich, möchte. Es ist anzumerken, dass man nicht von vornherein das Es ausschließen sollte. Es wäre also falsch, das Es ausschließlich als böse und das Über-Ich als gut für den Menschen zu bewerten. Wenn eine Person beispielsweise ein zu starkes Über-Ich hat, könnte dies dazu führen, dass diese kaum eigene Vorstellungen entwickelt, diese Person nämlich, und weitgehend das macht, was andere von ihr erwarten. Dies wäre für die Entwicklung hin zu einer selbstständigen und mündigen Persönlichkeit überaus unvorteilhaft. Freud meint, dass die menschlichen Triebe psychische Energie beinhalten. Er verwendet hierfür den Begriff Libido. Er geht vom Prinzip der Energieerhaltung aus. Die psychische Energie von zum Beispiel Wünschen, des Es, kann nicht im Nichts verschwinden, sondern sollte sozial verträglich verwendet werden. Ein falscher Einsatz von psychischer Energie kann beispielsweise zu psychischen Erkrankungen beim Individuum führen. Die Persönlichkeit muss versuchen, den Ansprüchen des Es, des Über-Ich und der Realität gerecht zu werden. Diese Ansprüche können sich je nach Situation und psychischer Energie verändern. Man spricht dann von der Dynamik der Persönlichkeit. Wenn die verschiedenen Ansprüche in einem Konflikt zueinander stehen, verfügt der Mensch über vielfach unbewusste Möglichkeiten, damit umzugehen. Die sogenannten Abwehrmechanismen. Beispiele für Abwehrmechanismen sind unter anderem Verdrängung, Verleugnung, Projektion und Rationalisierung. Freud geht davon aus, dass sich die Persönlichkeit in einer Abfolge von bestimmten Entwicklungsphasen vollzieht. Dann wären hier die orale Phase im ersten Lebensjahr, die anale Phase im zweiten Lebensjahr, die phallische Phase vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr, die Latenzphase vom 7. bis 12. Lebensjahr und schließlich die genitale Phase ab der Pubertät. In jeder dieser Phasen gibt es bestimmte Entwicklungsziele, die erreicht werden sollten, damit die Entwicklung der Persönlichkeit günstig verlaufen kann. Ein Entwicklungsziel der genitalen Phase besteht zum Beispiel in der Entwicklung einer reifen Sexualität. Sigmund Freud versucht, wie oben schon ausgeführt, mit Hilfe der Technik der freien Assoziation unbewusste Vorstellungen eines Menschen deutlich zu machen. Andere Psychologen und Psychologinnen entwickeln in diesem Zusammenhang sogenannte projektive Tests, bei denen mehrdeutige Reize angeboten werden, die unterschiedlich interpretiert werden können. Beim sogenannten Rorschach-Test werden solche Reize in Form von Bildern mit detailreichen Tintenklecksen dargeboten. In diesem Fall projizieren die Menschen unter anderem ihre eigenen Gefühle und Beweggründe in die dargebotenen Bilder. Deren Aussagen enthalten unter anderem angeblich Hinweise auf Inhalte des Unterbewusstseins. Beim sogenannten thematischen Apperzeptionstest, TAT, wäre die Abkürzung hierfür, werden im Gegensatz dazu als Projektionsvorlage mehrdeutige Bilder von Personen und Situationen dargeboten, also nicht nur Tintenkleckse. Die Validität, also die Gültigkeit und Beweisbarkeit von Aussagen aller psychologischen Richtungen zur Erklärung des Erlebens von Menschen ist begrenzt. Niemand kann direkt in das Innere eines anderen Menschen schauen. Besonders die Validität einiger Ansichten von Sigmund Freud ist heute stark umstritten. Als Kritikpunkte werden unter anderem angeführt, dass Freud letztlich nur wenige Menschen untersucht und beobachtet hat, um seine eigenen Ansichten überprüfen zu können. Darüber hinaus geht man heute davon aus, dass Freud öfters mit sogenannten Suggestivfragen die Patienten beeinflusste, um sie zu erwünschten Antworten zu verleiten.